Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am... Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnomen, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1¼ Seefelsruten. Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. So viel Gold habe ich leider nicht. Tja, kein Gold, keine Ware. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Kein Dämon, keine Gefahr. Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Also schön. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen, aber eben noch nicht ganz. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Hat keinen Zweck. Der Trank macht die Welt nicht noch größer. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Also schön.
Also schön. Hat keinen Zweck. Der Trank macht die Welt nicht noch größer. Komm hierher, Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfange. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Die Chance auf das... Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht... Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Siggi geht es gut, denke ich. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Hui, der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Eine Kristallkugel. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt, die betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben?
Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube, nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Hervorragend! Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen?